Eivor, du hast dich in Eilech gut geschlagen. Wir marschieren bei Tagesanbruch. Du hast die Ehre, meine Wache anzuführen. Ist Baröds Nachricht nicht angekommen? Wir müssen die Truppen zurückziehen. Diese List ist nur Teil einer größeren Falle, die bald zuschnappt. Barrett meint, er kenne diese Könige gut, aber die Kirche hat Fuß gefasst und gedeiht seit der Tage meines Onkels. Die Kirche steckt hinter der Verschwörung. Stand in der Nachricht nichts über Abt Owen? König Neil und König Donal wollten zweifelsohne nur andere beschuldigen. Die Kirche dient oft als Sündenbock. Und was, wenn an Barretts Verdacht doch etwas dran ist? Owen ist der Abt von Armagh, Gottes Stellvertreter in Irland. Ich kann ihn nicht anzweifeln wegen des Wortes eines Freundes. Eines Heiden, meinst du? Warum seid ihr noch hier? Ist meine Nachricht nicht angekommen? Doch, aber König Flan ist nicht überzeugt. Du musst aus Clocha abziehen, mein König, ehe wir von Owens Heer umzingelt sind. Du bist nicht mein Herr, Barrett MacImar. Wenn es ein Heer gäbe, hätten meine Späher... Deine Späher sind tot. Baldas Blut, Flan. Wie viele müssen sterben, ehe du lernst zu vertrauen? Du vergisst dich, Barrett. Beschwöre in meiner Gegenwart nicht deine falschen Götter. Hört, was ist das? Owens Wölfe sind angekommen. Ich bin nicht so weit gereist, um in einem Zelt zu sterben. Wir werden angegriffen! Na los! Ich darf ja nicht erwischt werden. Was? Gott wird uns nicht verlassen! Reiten aus dem Herzen des Dorfes! Überlebe Owens Angriff. Ach halt, Frage, kann ich meine Leute rufen? So Kriegsdingmäßig. Da springt's ja was, mal gucken. Ich werde mehr Köpfe fordern als du! Würde ich nicht drauf wetten! Oh, das war einer von meinen Leuten. Amos? Amos? Da. Sie haben uns umzingelt! Die Bogenschützen haben Feuer! Ich hab Laufband gefunden. Warum? Sie kommen von den Feldern! Ach so, weil ich auf dieser Waffe war. Ja, leck mich doch am Arsch, ne? Langsam! Ich bring dich um! Den Hammer. Wir haben fein. Bis dahin. Okay, der ist erledigt. Sind auch alle erledigt? Ne, der ja. Hey. So, erledigt. Okay, Hammer. Vorne. Ja, bin ja schon dabei. Ich meuchle doch schon. Komm her. Seiten. Gut, ich habe die Waffe oben deaktiviert. Das war vielleicht nicht so schlau. Vielleicht hätte dann einen noch geschossen. Aber. Was ist gerade wieder die Schlachten, wie wenn wir diese Orden da, diese Burgen eingenommen haben? Der Flan und Chiara, ja.
Kinders. Überbrücke das Land, Freundin. Amos? Finde Barit. Wir haben sie abgewehrt. Zu einem hohen Preis. Ja. Barit! Kannst du mich hören? Wo ist Barit? Da wird doch jetzt wohl nicht. Hast du Barit gesehen? Ja, er ging in Richtung des Gehöfts. An den Rand des Dorfes. Barit! Eine kalte Hand ergreift mein Herz. Schöne doch. Muss ich... Oh, Regenbogen. Oh. Sorry, ich muss gerade ein Bild machen. Entschuldigung, es muss gerade sein, es sieht gerade so gut aus. Weil ich festgestellt habe, dass hier so viele Leute haben hier, machen hier Bilder mit Regenbögen. Barit. Ja, oh, ey, wo willst Warum kommt das Vibe jetzt da nicht hoch? Die mich jetzt... Danke. Ich glaube, ich muss wirklich das Ding in Brand setzen. Ich hab keine Ahnung. Doch, hab ich. Das funktioniert hier aber nicht. Okay, ich. Hä? Oh nein. Kann es. Hab ich? Ich bin gerade zu doof. Ach, guck mal, da hinten. Da hinten leuchtet wer? Ach, da ist er ja. Guck mal. Ende findest du nicht. Einer Saga würdig vielleicht. Und du dachtest, ich würde schwach. Niemand kannte deine wahre Größe. Nicht einmal du, liebe Baste. Du hast an mir gezweifelt. Gut, dass ich doch nie aufgegeben habe. Dein Mut wird nicht vergessen, Bart. Dafür sorge ich. Halte deine Waffe fest, Vetter.
Wir sehen uns in Valhall. Siegfried ist mein Valhall, Ava. Valhall muss kein Ort sein. Vielleicht ist es ein Vermächtnis. Flan muss ihn unterstützen. Er soll es bei Gott schwören. Nichts fürchten die Christen mehr als den Zorn ihres Allmächtigen. Ach Mann, jetzt ist Barit auch weg. Ich sorge dafür. Ein Held ist hier beigesetzt. Im Tod wurde Barret ein größerer Mann als zu Lebzeiten. Oder wir waren zu klein, um seine wahre Größe zu sehen. Eine harte Wahrheit. Doch gerecht. Er sah klarer als ich. Und ich missachtete seinen Rat. Owen wird für seinen Tod büßen. Und dann, wenn der Abt weg ist und du den Norden bezwungen hast... Was wird aus Siegfried? Wirst du als König hinter ihm stehen? Wenn er sich bewiesen hat. Es wäre sonst gerade keine gute Politik. Ich pfeife auf deine Politik. Barret hat sein Leben für dich geopfert. Wenn du Treue so vergütest, wirst du bald keine mehr haben. Noch eine Wahrheit, mit der du mich triffst. Ich zeige mich erkenntlich. Siegfried ist nicht bereit. Aber ich könnte ihn lehren. Gut. Deine Weisheit wird ihm helfen. Und meine Unterstützung. Aber kein Thron ist sicher, solange Owen lebt. Wir erdrosseln die Schlange. Und danach wird das Schicksal dieses Landes in deinen Händen liegen. Und in Siegfrieds. Die Pferde werden bereit gemacht, mein König. Willst du dich nicht ausruhen und erst bei Tagesanbruch losreiten? Meine Gedanken halten mich wach. Ich habe ein Heer und einen Ruf zu verlieren. Letzterer dürfte noch schwerer zu bewahren sein. Meine Mutter erzählte mir immer, dass die Morrigan sich vom Tod der Helden nährte und die Köpfe der Männer mit Kriegsgedanken füllte. Ich stelle mir vor, mit Hilfe des Lea Fall ihren Gesang zu ersticken, so wie Bischof Podrick die Schlangen aus Irland vertrieb. Keine Macht ist stark genug für dieses Vorhaben. Nicht einmal Götter können das Schicksal lenken. Krieg ist das Schicksal der Welt. Also war es nur das Hirngespinst eines kleinen Mädchens. Sag Flan, dass ich zu ihm komme, sobald ich mit Siegfried geredet habe. Sag es ihm selbst. Ich reise noch nicht ab. Du kannst keine irischen Glühwürmchen fangen? Was, du hast was? Irisch freilassen? Ich kann hier Ich will Glühwürmchen freilassen. Shit, das ist schon in meiner Siedlung immer so beschissen. Entschuldigung. Ah, oh, sie singt aber so schön. Oh, aber wenn wir hier sind, können wir gerade 2-3 Sachen machen. Wir können nochmal zur Kiste gehen. Und ich könnte, zur Kiste gehen und den Lux mal ausstatten. Nämlich Francis. Hm.
Sieh dir all meine Waren an. Ich will doch nur den Hund ändern. Zeigst du mir deine Waren? Da. Das ist so süß. Kann ich dir noch etwas an? Nein. Ich muss leider... So. Da. Ja, dann haben wir jetzt den auch. Jetzt hole ich nochmal die Waren ab. Quatsch mal schnell mit der guten Frau, oder? Quatsch ich mit der? Ich weiß es noch nicht. Oh, diese blöden Hühner. Irgendwas flüstert im Hintergrund schon wieder. Gegen das hoch, da drüben. Eva! Wir ziehen jetzt sofort gen Amar! Hier riecht es wie beim Bierbrauer. Dem Ab werde ich persönlich einen Blutaffer passen. Ich übersehe den Norden mit den Schädeln armseliger Könige. Schluss jetzt! Wenn du wie ein Berserker nach Amar rennst, kreuzigen sie dich wie ihren Christus. Mein König, ich muss leider mitteilen, dass die Belagerungswaffen von Armar zurückgehalten werden. Heel soll diesen abholen. Diese Waffen sollten die Stärke des neuen Königs von Diflin zur Schau stellen. Vergiss die Machtprotzerei. Setze lieber auf Flan. Der Hochkönig wird ein mächtiger Verbündeter sein, wenn du ihn jetzt unterstützt. Wo kommen diese Waffen her? Wer versorgt Amar damit? Ein obskures Netz von Piraten, hinter dem ein Druidenorden steckt. Sie hausen an der Nordküste, plündern und handeln gleichermaßen. Diese Druiden? Nennen sie sich zufällig Kinder der Danu? Ja, ganz genau. Angeführt von jemandem namens Die Saat. Da du ihre Fährte aufgenommen hast, wünsche ich eine gute Jagd. Wenn du mich nicht mehr brauchst, gehe ich, mein König. Ich sammle alle Kräfte, die ich kann, von überall her und schließe mich Flan an. Zusammen rächen wir meinen Vater. Du hast seine Stärke geerbt. Finde sie, zeige sie und man wird dir folgen. Okay, spüre auf. Ist wahrscheinlich wieder ganz oben, oder? Okay, da ist mein Ziel. Untersuche Mainstier Dingensbiele in der oberen Bucht der östlichen Halbinsel Ulaids. Finde und töte die Saat. Okay, er war die Saat, ne?
Also, obere Bucht der östlichen Halbinsel Ulaiden, Mainstier Dingenskirchen. Bale Bla. Dammweg der Riesen. Oh. Oh. Ich mag das, wenn die dazu singen. Da würde ich sagen, tun wir die Dingens, den Raubzug machen. Und holen uns dann gleich noch den Hinweis, schippern da rum und töten die Saat. Warte mal, da fällt mir gerade ein. Muss ich einen von zwei Hinweisen gefunden. Ich hoffe, es reicht wirklich, dass ich jetzt nur einen von denen da töte. Ich hoffe, ich muss nicht das Reh noch verfolgen. Ich weiß nämlich nicht mehr, durch was ich die Eichwegsäche von. Ja. Halt, da lang. Nee, da lang. Ich muss zum Hafen. Ja, dann schippern wir mit dem Bötchen hin. Und gucken mal. Ich hoffe, das reicht, dass wir die Saat verfolgen, weil. Ganz ehrlich, ich habe jetzt keine Lust, die ganzen Ordenstypen jetzt dann hier im Stream zu suchen, weil dann würde ich das nämlich lieber offscreen machen. Aber ich guck mal, vielleicht reicht die Saat. Ach, das ist ja der blöde Hafen. Ist hier unten lang. So nah. So. Dann mal los. Sollen wir gerade genau schauen. Eine Suche meine. Ja doch, ne. War der Ort, okay. Segel setzen! Was an. Ich das machen. Oh, kommt keine Musik. Oh, schade. Schade eigentlich. Das wäre jetzt cool noch gewesen, wenn er noch jetzt gesungen hätte. Singt uns ein Lied. Thank you.
jetzt mal ganz kurz gucken. Wir schippern. Ach, wir werden in die Bucht da reinfahren. Okay, ich wollte gerade sagen, jetzt kann ja nicht sein, dass wir schon da sind. Sagen wir, schubbern jetzt meine Leute hin. Los jetzt, weg! Wo sind sie sonst wohin? So, mein Freund, komm her. Nehmt ihr Gold und brennt den Rest. Wenn wir schon mal hier sind. Hey, hierher! Der Herr gibt mir Stärke! Oh, hab ich das noch so ein Schwierigen-Ding? Kommt von den Seiten, strengt euch an! Gott verfluche dich! Ey! Schicksal. Und tschüss. Was er liebt. So, Dankeschön. Ah, okay, das haben wir hier. Mal gucken, jetzt, ob einer von meinen Leuten kommt. Mein Arm, dass wir das Tor aufschießen von der einen Seite. Wir probieren es gleich nochmal. Ah, schön. Das ist voll gut für mich. Ja, dachte ich mir doch, dass ich hier erstmal schießen muss. So. So, mal gucken, ob es dem jetzt besser geht. Kann ich dich ein bisschen wegschieben? Anpatschen. Ich glaube, ich komme noch mal wieder. Die Steine. Alter, sieht da gut aus mit dem Totenschädel. Lass mich durch. Komm her. Machen wir jetzt hier drüben nach den Hinweis. Oh, warte, jetzt könnte es funktionieren. Genau, da liegt jetzt keiner am Boden. Ich hoffe, das ist der Typ an der Kiste. Ja, er hat es geschafft. Sehr schön, mein Freund.
Geht durch! Fallen Sie raus! So. Komm mal. Wenn die mal so schnell kommen würden, wie wenn ich Hilfe rufe. Okay. Ja. Ich glaube, das müsste jetzt gewesen sein, ne? Okay, dann werden wir jetzt mal gucken, ob hier noch ein Kistchen ist. Ne, hab alle. Braucht denn einer Hilfe? Wo ist denn der? Ach, da oben. Mein Freund. Danke dir, Eivor. Gern geschehen. Der Orden. Wo muss man jetzt hin? Die Saat ist zurück in Irland. Finde das Reh, um den Aufenthaltsort zu erfahren. Oh, also ich muss das Bambi finden und dann... Ja, da dauert zum Glück nur zwei Hinweise. Handelsposte Artemil in Ost-Ulleid in Lochbergs, Boston. Wo war das jetzt? Handelsposten in Ost-Ulleid. Art mit Handelsposten. Das ist gar nicht so weit weg von mir, ne? Kann das sein? Das ist doch gleich hier irgendwo da, ne? Das ist doch ganz einfach. Da kann man wenigstens eine Schnellreise hinmachen. Oh. Ich weiß nicht, warum ich dann diese Ordenssucherei gemacht habe, nachdem ich das Spiel durch hatte. Aber wenn wir jetzt gerade mal da sind, ich meine, ich habe 975 Waren. Ich hoffe, ich habe keine Grenze von 999. So, Werkehütte. Mit den Pfeile und Lebens- und Wert. Und die zwei Pfeilbogen. Okay, so. Suchen, ne? Und ich weiß nicht, wo das ist. So. Was stand da jetzt? Also, wir haben... untersuche den Handelsposten links in Utlane Loch. Ist das da drüben? Ne, das ist ein Opal. Meditieren, weil ich finde die Sachen im Finstern einfach besser. Ach, geh woanders hin. Da drüben. Ooh.
fühle mich schon stärker. So, da haben wir Bambi. Ziel markieren. Oh, das ist auch so voll der Jungspund. Das Bambi, wo ist denn das? Gar nicht so weit weg. Was siehst du da oben, Sühnen? Der ist ja gar nicht so weit. Ist aber lustig, dass er klingt wie ein Pferd. Zwar nicht so laut, aber er klingt auch wie die Pferde. Ich sollte eigentlich das Zeug mal durchlesen bei denen, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe dazu keine Lust. Schön. So. Wetterloch. Danke, Katzi. Zeig mir, was vor uns liegt. Dieser Ort wird gut bewacht. Oh, hier gibt es nicht nur Rüstung. Zack. Au. Ich hoffe, ich brauche kein Schloss. Ja, wartet mal. Jungs, ich loote noch und dann bin ich weg. Dann könnt ihr weitermachen. Ich bin mehr zu looten, glaube ich. Gemeinsam! Ja, da drüben. Gott wird uns nicht verlassen. Dann haben wir noch eine da hinten. Okay, dann haben wir das. Und dann haben wir noch da drüben. Wo geht denn das hier rein? Jetzt so eine Scheiße, wo geht denn das rein? Oder ist es draußen? Sind im Vorteil. Ach, hier. Warte mal. Wenn sie jetzt nicht so weit weg wären, ne? So, die Saat. Oh, dann haben wir den auch gleich noch. Die Spinne. Ich
Mal lieber Leute, rutschen. Danke. Wo rennt denn der jetzt lang? Da müsste, glaube ich, so rum, ne? Wir lassen mal rennen. Ich glaube, da war ein Weg lang. Rennt er jetzt wieder durch den Ort? Ich hoffe nicht. Jemand? Nee. Sind wir jetzt da, wo ich denke? Ja, genau, der läuft da lang. Okay. Sieht mir nach einem Banditenlager aus. Ich hoffe, das reicht, dass ich den abmachen kann, weil ansonsten machen wir den beim nächsten Mal. Ich suche alle Hinweise, suche die Druiden, dass wir dann wirklich beim nächsten Mal mit dem Abt starten können. Oh, dann würde ich sagen, machen wir dann auf jeden Fall noch Azars Quest und dann, glaube ich, müssen wir dann Druiden durchhaben und alles andere so mit dem Tränengas und so, das mache ich offscreen. Na komm,